Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe mal wieder ein bisschen weitergearbeitet, wie immer. Hab mich nochmal schnell schlafen gelegt, dass wir ausgeruht in die Folge starten. Und zwar, ich habe hier einmal das Feld besamt. Ich habe es schon einmal abgeerntet. Es sind fast 200, also nicht ganz. Ich glaube, 180 oder sowas sind bei rumgekommen. Wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, aber nein, ich bin mir relativ sicher. Ich habe jetzt nochmal bepflanzt, aber mit ein bisschen mehr Abstand. Ich hatte die davor etwas näher dran. Also ich hatte, glaube ich, zwei Reihen mehr. Aber ein paar sind dann halt nichts geworden, weil zu eng und so. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Aber ich muss sagen, ich bin mega happy. Also ich habe einmal die ganze Erde natürlich kultiviert. Und habe schon die erste Fuhre runtergeholt. Und es war feldbesamt und dann die erste Fuhre runtergeholt. Mann, Mann, Mann. So, ich weiß nicht, also irgendwas um die 170, 180 oder so waren es. Ich hatte das jetzt, glaube ich, mit bei Pilzen reingepackt. 76 haben wir hier noch und ich hatte halt noch einmal die Samen gesamt. Ja, auf jeden Fall, es lohnt sich endlich. Weil ganz ehrlich, den Flug müssen wir nicht immer dabei haben und wenn man dann rausholt, dann möchte man es halt, also man macht es halt einfach mit einmal dann gleich richtig, anstatt vorher mit dem kleinen Beet. Und so lohnt sich das jetzt auch endlich. Dann können wir uns bald mit Möhrchen bewerfen. Was wir natürlich nicht machen, weil mit Essen spielt man nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, wir machen uns natürlich weiter auf die Suche nach dem Händler. Ach so, ich wollte euch noch kurz zeigen, ich habe hier drüben mal angefangen mit dem, was ich meinte. Ich wollte ja so eine Erhöhung drumherum, dass wir von hier oben Gegner beschießen können. Als ich hier ein bisschen gearbeitet habe, ist es tatsächlich auch passiert. Ein fauliger Geruch von Sumpf kam. Und wir wurden von den Sumpfbewohnern angegriffen. Und es hat komplett funktioniert. Unser Graben funktioniert 1A. Ich freue mich so dermaßen. Die kamen von der Seite hier drüben. Ich habe hier auch schon mal angefangen. Und ja, die waren alle bloß hier im Wasser. Haben ab und zu mal gegen die Steine geschlagen. Oder ich glaube, das Holzzeug haben die nicht mehr erwischt. Nur die Steine hier unten hat man ab und zu mal so Schadensanzeige gesehen. Das war's aber. Und ja, perfekt. Es kommt niemand mehr rein. Wir sind safe. Die Sache ist, na klar, mit dem, was wir hier gebaut haben, wir brauchen es jetzt aktuell erstmal nicht, sagen wir es mal so, weil wir können einfach hier 2 Minuten stehen bleiben, wie lange das auch immer dauert und die verziehen sich wieder. Aber man muss natürlich auch ein bisschen in die Zukunft denken und wenn wir dann irgendwann in den Ebenen den Boss mal besiegt haben, dann weiß ich nicht, ob uns hier Goblins, Kobolde und was auch immer alles angreifen und die machen halt schon ein bisschen mehr Schaden. Deswegen wollte ich es halt ganz gerne haben, dass wir hier eine Erhöhung besitzen, auf der wir draufstehen können und mit dem Bogen runterschießen. Und ich finde, das ist mir so eigentlich ganz gut gelungen. Ich habe lange überlegt, ich hatte erst eine Steinmauer gezogen, aber das sah dann irgendwie kacke aus. Deswegen habe ich es jetzt so mit diesen Bögen hier gemacht. Hier oben dann halt einfach Holz drauf. Wir müssen bloß mal schauen, ich muss dann unbedingt mal eine Leiter bauen. So. Ja, hier oben Holz drauf. Ich bin noch am überlegen, ob ich hier noch eine kleine Erhöhung mache, dass es nicht so ebenerdig ist mit dem Holz. Und hier die Balken brauchten wir noch, damit die Lücke nicht so sichtbar ist, weil eine kleine Lücke ist da. Ich bin noch am überlegen, ihr könnt es mir wirklich gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Nehmen wir die Dinger so, wie wir es jetzt haben, oder sollen wir die hinlegen? Ich finde die eigentlich auch ganz geil. Wenn das so drauf liegt, dann haben wir auch direkt eine kleine Erhöhung. Könnte man ja prinzipiell auch hier machen. Ich glaube fast, diese Rundholzdinger sehen besser aus. Aber schreibt es mir gerne nochmal rein, was ihr davon haltet. Jo. Ansonsten werde ich dann in Zukunft noch ein bisschen weitermachen hier außen mit den Steinen und das alles noch abklopfen. Aber es funktioniert, so habe ich es mir vorgestellt. Und das werde ich dann mal in Ruhe noch zu Ende führen, wie auch immer. Die ersten sind fertig. Somit haben wir hier halt auch noch ein bisschen Platz. Ich werde dann an jeder Ecke und vielleicht auch mal zwischendurch noch eine Leiter einbauen, dass wir auch ordentlich hochkommen. Und ja, es sieht halt ein bisschen nach was aus. Können mal was futtern. Es freut mich, die Base wird einfach immer, immer geiler. Ja, ich lasse die Honigdinger jetzt erstmal hier hängen. Ich meine, prinzipiell kommen wir ja noch ran. Mal schauen, ob wir hier vielleicht später noch andere Sachen reinbauen. Prinzipiell ist das eigentlich auch ein geiler Platz, zum Beispiel für die Kohlenmeiler hier drüben. Wir können mal einen abbauen und mal schauen, wie es aussieht. Ja, dann sind die da so ein bisschen mit verbaut. Ja, die sehen halt einfach scheiße aus, die Dinger. Die muss man irgendwie irgendwas drumherum bauen. Aber reinpassen müsste das da rein, theoretisch. So. Weiter hinter geht nicht. Zack. Das sieht zumindest schon mal besser aus als vorher, finde ich. Also als irgendwo mitten in der Gegend. Wir müssen halt uns bloß die Sachen natürlich frei halten, bei denen wir dann hochklettern wollen. Aber ansonsten brauchen wir hier nicht zwingend einen Durchgang.
Und vielleicht die Dinger hier reingebaut und später mal noch die Fässer und so. Ich meine, wir haben ja dann unendlich viele Stellplätze. Eventuell. Ich überlege mir das mal noch. Ihr könnt es ja auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. So, lasst uns mal reparieren. Wir haben schon wieder 5 Minuten rumgequatscht, aber das muss halt sein. Kann ja nicht einfach rumlaufen, ohne euch zu erklären, was die Pläne sind. Die Fackel kann noch raus. Ich nehme jetzt mal kurz hier so eine leere Kiste. Die Fackel kann raus. Das Ding kann raus. Das würde ich alles behalten. Ja, die Axt können wir auch erstmal behalten. Wir sind ja jetzt prinzipiell nicht in bösen Gegenden unterwegs. Also tauschen wir mal kurz den Honig. Hä? Jetzt? Was nehmen wir denn noch mit? Pilze haben wir eine ganze Menge. Nee, wir nehmen Möhrchen mit. Wir haben da viel zu viele Möhrchen. So. Dann sollten wir alles haben. Wir haben eine Hacke, wir haben eine Axt. Wir haben was zum Schlagen, was zum Schießen. Wir haben genügend Essen. Das passt alles. Also machen wir uns auf die Suche. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ich springe erstmal ins Boot rein. Ich habe mir noch keine... Das hat Schaden gegeben. Okay. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wo wir lang düsen. Die Sache ist, wir sind auf jeden Fall schon mal hier unten lang gedüst. Es wäre eine Überlegung, vielleicht mal hier oben lang zu düsen. Dass wir hier so ein bisschen den Kreis ziehen. Weil hier sind wir auf jeden Fall schon lang. Oder vielleicht machen wir auch gerade. Meine Stimme ist heute nicht ganz so da. Das tut mir sehr leid. Aber ich kann es nicht ändern. Ja, ich sag mal, hier sind wir schon lang. Ich würde gerne mal einen neuen Weg ausprobieren. Wir könnten prinzipiell hier hoch. Oder wir gucken mal, dass wir hier durchkommen. Ich hoffe doch sehr, dass das klappt. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Und schauen mal, wie weit hier das Gebirge noch geht. Wie weit wir hier insgesamt drumherum müssen. Und dann können wir uns ja rein theoretisch... Also hier ist dann auf jeden Fall Wasser. Vielleicht machen wir einmal hier so eine Umrandung. Hier scheint ja auch überall Wasser zu sein. Also müssten wir ja, wenn wir den Bogen fahren, auch wieder zurückkommen. Ich sehe hier immer mehr Fische. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die irgendwie... Ach gut. Das bringt mich gerade darauf, dass wir noch Pfeile brauchen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber kann man die schießen? Kann man die essen? Zumindest noch nirgendwo was von Fisch gelesen. So, wenn dann bei Waffen. Wir haben auch nicht viele Pfeile. Eisenpfeile sind eigentlich auch... Nee, die sind mir zu gut, ehrlich gesagt. Naja, gut, aber brauchen wir unbedingt Pfeile? Wir sind ja eigentlich nur auf dem Wasser. Ah, okay, ich weiß nicht mit den Flussmonstern. Ob da mal irgendwie welche kommen. Lasst mal ganz schnell schauen. Ich möchte eigentlich keine normalen Pfeile mehr herstellen. Feuersteinpfeil wäre schon gut. Holz, Feuerstein und Federn. Komm, wir machen uns mal ganz schnell noch ein paar. So, Feuerstein, Federn, ich nehme gleich mal ein paar mehr mit und Holz. Brauchen wir so oder so, früher oder später. So, Feuersteinpfeil, zack. Irgendwie doof, dass er 20 macht, wenn man nur 100 halten kann. Also nur 100 stacken kann. So, 110 Pfeile. Ist okay. Dann packen wir es wieder weg und dann gehen wir direkt mal aufs Boot. Wir haben schon wieder viel zu viel Zeit verplempert. Zack. Nein. Und Holz. Ach so, Moment. Moment, Moment, Moment. Wir müssen mal noch ganz schnell gucken. Wir haben auf jeden Fall noch genügend Sortlingkerne. Weil wir brauchen natürlich auch ein neues Portal dann. Wir haben kein Edelholz mehr, ne? Ah, shit. Naja, gut. Dann ohne Portal. Wir können ja in der Kafer auch eine ganze Menge lagern. Dann würde ich halt eher sagen, wir fahren halt einmal die Runde, packen das dann immer wieder ins Boot rein. Also einmal hier so die Runde, je nachdem, aber ich glaube, sehr viel weiter als hier wird es nicht gehen, weil wir ja hier überall schon Wasser sehen. Ja, wenn es Inventar voll ist, packen wir es halt notfalls hier rein. Und der Wind geht nach oben. Ist gar nicht so verkehrt, weil wenn wir hier irgendwo rauskommen... Was habe ich denn hier markiert? Warum ist es... Ich mach's mal weg. So, ja, wenn wir rauskommen, müssen wir ja hier nach oben. Könnte hinhauen. Ja, ich schieße die jetzt mal nicht ab. So, benutze Ruder. Zack, und dann müssen wir direkt nach links. Und dann sind wir mal wieder auf dem Boot. Ich scroll mal ein bisschen raus, dann sehen wir etwas mehr. So, jetzt haben wir komplett Rückenwind. Das passt eigentlich, wenn wir hier oben langfahren. Ja, der Fluss ist auf jeden Fall breit genug. Hat er gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass wir so nah an dem Fluss dran sind. Also,
Ja, an dem hier halt. Schöne Wasserfarbe. Nein, rüber mit... Ah, shit, 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 shit. Ui. Das ist aber wendig. Ja, und dann geht's groß auf die Jagd nach dem Händler. Ich hoffe sehr, wir finden ihn bald. Etwas beruhigt's mich, dass ich jetzt weiß, dass wir den Händler, ja, uns auch errechnen lassen können, wo er ist. Hatte ich ja letzte oder vorletzte Folge erwähnt. Dann weiß ich zumindest, wenn wir hier komplett daran verzweifeln, dass es immer noch eine Notlösung gibt. Aber ich würde ihn auch so gerne einfach selber finden. Sonst macht's halt auch... Ja, also, wäre einfach schöner. Kann man, denke ich, nachvollziehen. Die Basis schreitet immer weiter voran. Ich kann es nicht fassen, was wir da mittlerweile geschaffen haben. Also natürlich gibt es noch viel, viel krassere Leute, die da riesen Burgen und was weiß ich bauen, gar keine Frage. Aber ich hätte zumindest am Anfang dieses Spiels niemals gedacht, dass ich so lange Spaß dran habe, dass wir so eine krasse Basis dann irgendwann mal aufbauen. Ich meine, jetzt ist erstmal die Grundlage geschaffen, aber trotz allem, die Grundlage alleine schon macht mich happy ohne Ende. Ja, und dass es einfach wirklich auf Dauer so viel Spaß macht. So, wir kommen gleich hier raus. Waren wir hier schon mal? Gibt es hier eine Bienenkönigin? Ich sehe zumindest keine. Hallo. Juckt die anscheinend gar nicht, dass hier ein Boot vorbeikommt. Vielleicht finden wir ihn ja diese Folge. Oder vielleicht auch nicht, mal schauen. Ich denke, das ist an sich auch eine ganz gute Abwechslung, wie wir es gerade machen. So ein bisschen auf die Suche gehen und sobald wir zu Hause sind, wieder ein bisschen was erbauen. Wir werden jetzt demnächst auch wirklich mal mit dem Haupthaus anfangen. Ich will mir noch ein paar Ideen einholen. Ich bin in solchen Sachen nicht unbedingt der kreativste Mensch und ich möchte jetzt aber auch nicht so ein richtig hässliches Teil hinzaubern. Deswegen gucke ich mir mal ganz gerne so verschiedene Häuser von anderen Spielern an und versuche dann einfach eine schöne Mischung draus zu machen. Da hinten kommt auf jeden Fall dann noch eine Insel. Ja, wenn man jetzt wüsste, wie groß 2 Kilometer hier sind, was das für ein Radius ist. Kommen wir jetzt in die Nacht oder ist das einfach das Wetter? Gott, hier gibt es ja ohne Ende Stein. Ah, es ist wieder auf dem Wasser. Es nervt immer so mit dem Abbau. Muss man tierisch aufpassen, dass man nicht stirbt. Ein Troll. Wir konnten uns, glaube ich, auch noch nie in Ruhe mal so einen Troll angucken. Bis jetzt musste man dann halt immer einfach wegrennen, sobald der in der Nähe war. Anscheinend versteht er sich mit Grauzwergen. Oh, was denn jetzt? Stürmische See? Ach du Scheiße. Ich sehe schon, hier kommt gleich so ein Flussmonster, macht uns tot. Unser ganzes Zeug liegt ja mitten auf dem Meer und wir kommen nie wieder ran. Jetzt haben wir komplett Gegenwind. Das hat einmal direkt gedreht. Das heißt, wir müssen rudern. Ja, super. Verdammt, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Bin mir nicht sicher, ob das irgendwie laut aufblinkt, sobald der Händler da ist. Oder ob wir andauernd auf die Karte schauen müssen. Gott. Bin mir auch nicht sicher, ob das das richtige... Oh nein, nicht aufsetzen. Ob das das richtige Wetter ist, um hier mit dem Boot rumzusegeln. Ah, verdammt. Ich würde jetzt trotzdem mal so weit hier in Küstennähe bleiben. Ja, wenn der sich jetzt natürlich vielleicht genau hier aufhält. Na gut, ich glaube, im Gebirge wird er nicht sein, aber... Macht jetzt keinen Sinn, wenn wir hier in der Mitte durchgucken und dann ist der irgendwo genau hier. Vielleicht jetzt nicht an der Stelle, aber irgendwann später. Und wir finden ihn deswegen nicht. Deshalb würde ich die Inseln einfach wirklich so nah wie möglich umkreisen. Wir müssen nur langsam mal einen anderen Kurs einschlagen. Ich hoffe nicht, dass das Wasser hier zu stürmisch werden kann. Wir deswegen irgendwie... sterben.
Hinten ist noch ein Spawner. Also hier gibt es wirklich viel Stein. Ich markiere es mir trotzdem mal. Huch. Weil das, na gut, ist auch wieder am Wasser, aber trotzdem ist hier sehr, sehr viel. Vorne auch, diese großen Steine sind auch immer geil. Braucht man relativ wenig Schläge, kriegt viel raus. Weiter rüber. Okay, also es geht anscheinend hier dann doch noch ein ganzes Stückchen lang. Mal gucken, wo wir hier oben rauskommen. Nein, weiter links. Schaut euch mal den Wellengang an. Was haben wir denn für ein Pech? Seit ewigen Folgen sind wir mal wieder mit dem Boot unterwegs, zumindest auf einer größeren Tour. Wir waren ja mal kurz hier auf dem Weg runter zum Knochenwanst. Und auf einmal flippt das Wetter hier vollkommen aus. So, ich glaube, so mit Segeldings kommen wir gar nicht weit, ne? Ich glaube, Rudern ist da der schnellere Weg gerade. Schade. Ich hätte euch gern besseres Wetter gezeigt. Also gefühlt... Ja, nicht nur gefühlt, wir wären zu Fuß definitiv schneller. Die Überlegung, ob wir nochmal umdrehen und hier unten lang machen. Wir müssten ja wieder genau in die Richtung runter, um den Wind mitzunehmen. Naja, vielleicht haben wir Glück und es dreht sich noch. Ich würde jetzt mal auf dem Kurs bleiben. Ja, einmal hier oben lang machen. Die Map ist halt so riesig. Ich weiß gar nicht, wann wir das noch alles erkunden sollen. Gehen wir wieder eins runter, wieder auf Ruderalarm. Ich weiß auch gar nicht, wie viel das Boot passt. Können wir uns später mal noch anschauen, was wir da lagern können. Unter Deck. Das wollte ich sagen. Ich glaube, das waren nur 4 Plätze, oder war das das kleine Boot? Irgendwie habe ich was mit 4 Plätzen im Kopf. Also ich glaube, gewichtstechnisch ist es halt egal. Also ja, macht Sinn. In den Truhen ist es ja auch egal. Ach du Scheiße. Das ist doch schon ein halber Tsunami. Noch ein Troll. Dafür, dass man die sonst so selten findet, sind hier echt viele unterwegs. Aber wir sind schon mal am Rand. Es geht hier vor. Guck immer mal wieder, der hat dann auf jeden Fall so ein kleines, ja, so ein Goldsack-Symbol. Nennt man denn das? Münzbeutel. Das wäre der richtige Begriff. So ein Symbol soll er haben. Ich habe schon mal versucht, ein bisschen zu googeln, was man machen kann. Und es stand halt überall, schnappt ihr ein Boot. Und fahr an der Küste entlang. Irgendwann wirst du ihn finden. Und ich hatte auch genau... einen sehr ähnlichen Tipp in den Kommentaren. Mal schauen. Wir müssen dann wahrscheinlich irgendwann da vorne wieder links. Ja, hier vorne sieht es auch stark aus, wie da kommt Land. Wind ist immer noch voll gegen uns. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Aber jetzt wissen wir zumindest... dass das Ganze hier noch so groß ist. Das Zinnparadies, da weiß ich noch. Da kann ich mich gut dran erinnern. Das war geil dort. Ganz viel Zinn. So, die Sonne geht schon wieder unter. Gefühlt war der Tag echt kurz, weil wir haben die Folge ja angefangen, als ich gerade aufgestanden bin. Also, der im Spiel, nicht ich. Naja, wir sind kurz vor Folgenende, so 20 Minuten geht so ein Tag. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mal schaue, ob es einen Mod gibt. Ich weiß, wir haben mittlerweile schon 2 Mods installiert. Ich bin jetzt auch nicht, also ansonsten bin ich tatsächlich in anderen Spielen selten dabei gewesen, einen Mod zu installieren. Aber ich finde halt, dass das Spiel ziemlich perfekt ist. Und so ein paar Kleinigkeiten haben es halt etwas verschlechtert für mich. Persönlich, deswegen haben wir halt die Mods mit, oh nein, mit dem Graben und mit dem Teleportieren. Ach komm. Wir hängen doch jetzt nicht an so einem Mini-Kack-Scheiß-Ding. Einmal einschlagen, komplett rüber, jawohl. Und jetzt wieder so. Ja, ich glaube, wir schaffen's. Komm schon, er rückt sich doch schon rüber.
Ja, ja, ja. Und jetzt gleich wieder links. Nein, jetzt nicht da hängen bleiben. Autsch, autsch, autsch. Nee, wir haben es geschafft. Ja, ich habe überlegt, vielleicht gibt es ja eine Mod, wo man die Uhrzeit sieht. Wäre einfach interessant zu wissen, dass man weiß, wann es dunkel wird. Wieder schaurige Musik. Ich weiß nicht, sind wir schneller mit dem Rudern? Ich glaube, ne? Oh, das nimmt sich halt auch irgendwie nicht so viel. So, also hier ist dann Schluss. Das heißt, wir müssen einmal hier außen drum herum. Hier waren wir überall schon, aber wir machen das schon. Shit, shit, shit. Ich sollte nicht so lange auf die Karte schauen. Naja, wir machen an der Stelle erstmal hier ein Folgenende. Wir werden den schon irgendwann noch finden. Ich bin da felsenfest überzeugt, dass das klappt. Ja, dann machen wir nächste Folge weiter mit Erkundungstour. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.